So, ich bin jetzt wieder am Südkreuz. Es ist jetzt 9.17 Uhr. Ich war jetzt hier fast eine Stunde live auf Facebook. 15. Oktober, 2020 war noch. Wie gesagt, Vormittagszeit. Ich habe dann während der Zugfahrt jetzt vom Hauptbahnhof zurück kurz an meine Arbeit gedacht. Ich habe dir ja gestern auch 3 E-Mails geschickt an Mirko und Carlos. Und das waren meine guten Freunde, also die waren sehr nett zu mir. Carlos war mein Chef. Und auch an Tim. Tim ist der Lagerleiter da in Berlin-Marienfelde, Rewe Digital. So, ich habe keine Antwort bekommen. Nichts. Keine E-Mail zurück, kein Brief. Ja, noch. Krankgeschrieben bin ich noch bis morgen. So, mache ich nochmal bitte an Rewe. Ich weiß nicht, was los ist. Mache nochmal jetzt auch meine Post drin, dass ihr auch seht. Ich habe aktuelle Post bekommen, ich lösche da auch nichts. E-Mails bekomme ich halt 1 Milliarde am Tag, da kann mal locker eine verschwinden oder untergehen. Das ist halt so. Ich kriege sehr, sehr viele E-Mails. Wenn ihr das nicht ordentlich macht oder ich keine E-Mails bekomme oder die außerdem gelöscht ist, dann ist das halt so. Das ist nicht meine Aufgabe. Wenn ihr mich feuern wollt, dann müsst ihr das halt auch ordentlich tun. Dann müsst ihr mir das ins Gesicht sagen. Dann müsst ihr mich einladen zum Gespräch und dann muss es ordentlich sein. So mal hier am Telefon sagen, ich bin gefeuert, das ist nicht richtig und auch nicht menschlich richtig. Nicht korrekt, so geht man nicht mit Mitarbeitern um. Das wisst ihr auch. So, deswegen, schreibe ich jetzt nochmal kurz aktuelle Post drin, mache meinen Kontostand auch nochmal drin für mein Tagebuch, dass die Leute, Follower auch Bescheid wissen und was los ist in der Welt, ja, und was mir gerade so geht. Und danach mache ich mein Handy ganz aus, frühstücke noch was bei meiner Mutter und bin den ganzen Tag nicht mehr erreichbar. Es tut mir leid, ich brauche digital Detox und Ruhe. Ich muss mir eine neue Arbeit suchen, weil ich werde ja anscheinend von dem Lagerleiter Tim gefeuert. So, also nochmal hier, wie gesagt, Datum habt ihr ja, 15. Jetzt machen wir Kaya nochmal, wie gesagt, ich ändere hier auch nichts, ich habe hier nichts gelöscht. Das ist meine Post, die hier jeden Tag ankommt. Ja, ihr seht, ich habe jetzt hier schon wieder am 9. Oktober eine Rechnung bekommen. Ja, mit irgendwie irgendeiner blöde Kassofirma, ich weiß nicht, wer das ist, bis ich hier was, Paygo oder so, ich glaube, die schwarze Fahne hat. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht bezahlen, ich habe kein Geld. Müsst ihr warten. Das ist nicht überhaupt hier. Ich weiß es nicht. Löschig. Keine Ahnung, ich kann es nicht bezahlen. Zahnärztliches Rechenzentrum. Ja, hier muss ich bezahlen. 184 Euro. Da muss ich. Ah, ich habe ja auch noch diese App. Keine Ahnung, ich kann es nicht bezahlen. Ich habe kein Geld. Was soll ich machen? Absolut Natur haben wir gekündigt. Da rufe ich gleich mit Mario Hernandez an, der will mir einen neuen Vertrag machen. Also, ihr seht, hier ist nichts gekommen von Rewe. Gar nichts. Ich kriege hier digital meine Post. Ich habe hier nichts gelöscht, ich schwör. So. Was noch? Mein Kontostand wollte ich euch zeigen. Live. Also wirklich, ich habe kein Geld. Und da der Lagerleiter mich ja feuern will, ich habe nichts. Hier, Finanzstatus, könnt ihr live dabei sein. Hier, ich guck mich hier an. Irgendwie zweimal. 3,49 Euro eigentlich noch. Ja, hier ist nichts. Ja, das ist der Kontostand von heute. Ich habe nichts. Hier irgendwann kam die Halle von Rewe. Ist nichts. Da ist nichts zu holen. Ja, da könnt ihr suchen und da könnt ihr mir mahnen und könnt ihr wissen, was ich habe. Keinen Cent, ich habe 5 Euro hier noch.